Ja, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu meinem Vortrag Spaziergänge in der vierten Dimension. Ich möchte Ihnen im vierdimensionalen Raum einige geometrische Objekte zeigen und erklären, warum ich die besonders spannend, besonders schön, besonders beziehungsreich finde. Gleich ein kleiner Disclaimer vorweg. Wir haben nicht so schrecklich viel Zeit für diesen Vortrag. Von daher, es wird jetzt weniger ein Spaziergang als ein strammer Marsch werden, was ich hier mit Ihnen vorhab. Und was ich vorhab, ich möchte Ihnen drei Objekte im Vierdimensionalen zeigen, die jeweils analoger von Objekten sind, die Sie wahrscheinlich im Dreidimensionalen kennen. Also als ein Warm-up nehmen wir uns den Würfel her und sein vierdimensionales Analogon, den Hyperwürfel. Dann bleiben wir bei den platonischen Körpern und nehmen noch mehr Ecken dazu und betrachten das Dodekaeder im Dreidimensionalen und das Pendant dazu im Vierdimensionalen, das 120-Zell. Und wenn Sie da reinschauen, dann sehen Sie schon, das sieht ziemlich kompliziert da drin aus. Und Plan ist eigentlich in der Vorlesung, dass Sie am Ende da drin ein deutliches Stück mehr Struktur erkennen werden. Dann werden wir noch runder werden und wir betrachten die Kugel und die entsprechende vierdimensionale Verallgemeinerung davon, die Dreisphäre, das ist also die Oberfläche der vierdimensionalen Kugel. Und darauf wollen wir uns dann aber diesmal eine bestimmte Struktur anschauen, nämlich die sogenannte Hopffaserung. Und das ist dieses wilde Knäuel von bunten Spaghettis, das Sie hier sehen. Und auch da hoffe ich, dass Sie am Ende einfach ein Stück mehr verstehen, was sich dahinter genau verbirgt. Gut, ich muss ja damit rechnen, dass hier Leute drin sitzen in der Vorlesung oder in dem Vortrag, die sich wirklich gut damit auskennen. Und damit diesen Leuten nicht langweilig wird, also ich spreche jetzt all die Leute an, die sowohl schon Hopffaserung als auch das 120-Zell gut kennen, machen Sie sich einen Screenshot von dieser Seite und meditieren Sie bis zum Ende der Vorlesung darüber. Die 120 Dodekaeder des 120-Zells stehen in 1:1 Korrespondenz zu den Quaternionen, die Drehungen des Dodekaeders darstellen. Dieser Satz, so kompliziert wie er klingen mag, war im Prinzip der Ausgangspunkt für das, was jetzt im Vortrag kommt. Gleich noch eine kleine Ankündigung. Ich möchte diesen Vortrag einer ganz besonderen Person widmen, nämlich dem Benno Artmann. Benno Artmann war zu der Zeit, als ich in Darmstadt studiert habe, Professor dort. Und Ende der 80er Jahre hat er in Darmstadt für die Studenten einen Text rausgegeben, was jeder Mathematikstudent über die Dreisphäre wissen sollte. Und in dem Text bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen mit all den Dingen, die wir jetzt hier heute sehen werden oder mit einem Teil der Dinge. Also da taucht die Hopffaserung auf. Da taucht die S3 als Gruppe auf. Das hat mit den Quaternionen zu tun. Da taucht auch die stereografische Projektion drin auf. Und vieles davon werden wir heute auch kennenlernen. Gut, die Zeit ist kurz, der Weg ist weit, also gleich zur ersten Station, der Hyperwürfel. Wie gesagt, ein kleines Warm-up und dazu fangen wir zunächst mal beim ganz normalen Würfel an. Und der Würfel, genauso wie das Dodekaeder, ist ja Teil eines ziemlich erlesenen Clubs, nämlich des Clubs der platonischen Körper. Platonische Körper sind dreidimensionale Körper, deren Seiten alle reguläre N-Ecke der gleichen Sorte sind, also nur Vierecke, nur Dreiecke, nur Fünfecke und so weiter, die zudem konvex sind und bei denen jede Ecke vollkommen identisch aussieht. Also sprich, durch eine Transformation lässt sich jede Ecke auf jede andere abbilden. Und das sind unglaublich strenge Regularitätsforderungen. Also wenn man diese Regularitätskriterien anlegt, stellt man fest, es gibt wirklich nur exakt 5 davon. Und ich denke mal, die kennen Sie im Wesentlichen. Tetraeder, Oktaeder, Würfel, Dodekaeder und Ikosaeder. Und dazu werden wir dann im Folgenden vierdimensionale Analoga betrachten. Aber ich sage jetzt immer, wir betrachten was im Vierdimensionalen. Und es ist mir natürlich vollkommen klar, dass wir alle keine richtige
räumliche Vorstellung vom Vierdimensionalen haben. Und von daher fangen wir jetzt gerade mal erst mit einer kleinen Übung an, wie man denn solche Vielflächen, solche Polytope von einer Dimension in einer Dimension 1 niedriger darstellt, weil damit können wir nachher 4D-Sachen im 3D darstellen. Also üben wir jetzt mal am Würfel bei der Darstellung von 3 nach 2. Und dazu nehmen Sie sich einfach den Würfel her, stellen sich ganz nah vor den Würfel dran und schauen sich an, was Sie da sehen. Das heißt, Sie projizieren praktisch das Kantengerüst des Würfels auf eine Seite drauf. Und das ist jetzt eine ziemlich extreme Zentralprojektion. Die hat aber den Vorteil, dass in dieser Projektion jede Seitenfläche des Würfels hier wirklich zu so einer Zelle wird. Also hier sehen Sie hinten die gegenüberliegende Seite, von wo wir standen. Dann sehen Sie 1, 2, 3, 4 weitere Seitenflächen, die natürlich perspektivisch verzerrt sind. Jetzt haben wir insgesamt 5 und jetzt müssen Sie hier diese Außenhaut noch als eine weitere Seite dazu nehmen und Sie bekommen die 6 Seiten des Würfels. Gut, das haben wir auch schon vorher über den Würfel gewusst, aber das ist natürlich eine sehr schöne Übung, um damit von 4 nach 3 zu visualisieren. Und was Sie jetzt hier sehen, ist ein Schlegeldiagramm, so eine Zentralprojektion auf eine Seite des vierdimensionalen Würfels. Und ich setze das Ganze mal in Bewegung. Sie können daran jetzt sehr schön sehen, das Ding hat 16 Ecken. Sie sehen insgesamt 32 Kanten. Sie sehen 24 Quadrate, die natürlich perspektivisch verzerrt sind. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt hier drin die volldimensionalen Zellen zählen, sehen Sie, dass Sie davon insgesamt 7 Stück sehen und da jetzt noch eines draus außenrum als Außenhülle macht insgesamt 8 und daran können Sie ablesen, dass der Hyperwürfel wirklich eine Seitenstruktur hat, die aus insgesamt 8 ganz regulären Würfeln besteht. Und wie gesagt, das war jetzt nur ein Warm-up. Jetzt werden wir uns komplizierteren regulären Polytopen in Dimension 4 zuwenden. Reguläres Polytop heißt hierbei immer, dass, naja, im Dreidimensionalen waren die platonischen Körper Objekte, bei denen jede Seitenfläche ein reguläres N-Eck war. Und im Vierdimensionalen soll jetzt jede Seitenfläche, das ist ein dreidimensionaler Körper hier, selbst ein platonischer Körper sein. Und eines davon haben Sie jetzt schon kennengelernt. Das war der Hyperwürfel. Jede Seite ist ein Würfel. Es gibt im Vierdimensionalen insgesamt 6 davon und von diesen 6 Stück wollen wir jetzt ein sehr schönes kennenlernen, nämlich das 120-Zell. Und damit sind wir im Prinzip bei unserer nächsten Station angelangt, das 120-Zell. Bevor wir da reingehen, gerade nochmal kurze Übung. Hier sehen Sie von 3D nach 2D ein Schlegeldiagramm des Dodekaeders. Und hier können Sie ablesen, Dodekaeder hat 12 Flächen als Seitenverband. Und die sehen Sie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und noch die Außenhaut macht 12. Und mit dem Wissen können wir jetzt auch schon ein ganz kleines bisschen lesen, wie das denn mit dem Seitenverband des 120-Zells ausschaut. Wenn Sie in der glücklichen Lage sind und sich davon einen 3D-Druck bestellt haben, dann können Sie damit auch relativ gut anfangen, sich ein 3D-Bild zu machen. Wir werden jetzt hier ausschließlich Visualisationen dazu verwenden. Und dazu machen wir jetzt erst ein ganz kleines bisschen Statistik. Dieses Ding hat insgesamt 600 Ecken. Sie sehen hier 1200 Kanten, 720 Fünfecke, die natürlich extrem perspektivisch verzerrt sind und insgesamt 120 Dodekaeder. So sieht ein 3D-Druck aus und wir machen uns jetzt dran, uns eine Visualisierung davon anzuschauen. Also das, was Sie jetzt hier sehen, ist genau dieses Kantengerüst. Und jetzt wollen wir mal Folgendes machen. Wir bauen dieses Ding von innen nach außen stückweise auf. Und wir schauen uns zunächst mal an, was hier
im absoluten Inneren passiert. Und im absoluten Inneren sitzt hier ein sehr schönes, reguläres Dodekaeder. Und an das kleben wir jetzt weitere Dodekaeder ran. In einer zweiten Lage kleben wir an jede Seite hier, ich mache mal die ganzen Kanten weg, dann sehen wir ein bisschen mehr, kleben wir ein weiteres Dodekaeder dran. Ich mache das mal Schritt für Schritt. Also hier kommt praktisch ein erstes Dodekaeder zu. Hier kommt ein zweites Dodekaeder dazu. Und wenn Sie jetzt genau aufpassen, dann stellen Sie fest, diese grünen Dodekaeder, die Sie hier sehen, die sind schon so ein ganz kleines bisschen perspektivisch verzerrt aus der Projektion vom vierdimensionalen ins dreidimensionalen, weil wenn das jetzt echte Dodekaeder wären, würde hier zwischendrin eine kleine Lücke klaffen. Aber da wir im vierdimensionalen sind, können wir diese drei Dodekaeder entlang einer Kante nehmen, ein bisschen zusammenklappen, so wie wir drei Fünfecke um die Ecke eines Dodekaeders ein bisschen zusammenfalten, wenn wir in 3D gehen und daraus so eine Struktur aus drei Dodekaedern bauen. Und jetzt bauen Sie einfach der Reihe nach hier rundum noch zu. Wenn Sie jetzt hinschauen, dann stellen Sie fest, hier drin sind so kleine Mulden entstanden. Und nach diesen ersten 12 Dodekaedern können wir jetzt hier 20 weitere reinsetzen. Sie sehen, da drin gibt es neue Mulden. Da kommen wieder 12 Stück rein. Und Sie sehen, die sind jetzt schon deutlich mehr perspektivisch verzerrt. Jetzt wird es gleich ein bisschen wild. Hier drin sehen Sie so längliche Mulden, die hier drin entstehen. Und von denen entstehen sogar insgesamt 30 Stück. In die kommt die nächste Lage rein. Hier drin entstehen wieder Löcher. Da kommen wieder 12 rein. Dann wieder 20. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt kommen hier ganz extrem perspektivisch verzerrte Dodekaeder rein. Und die machen dann im Prinzip den Kasten zu. Und wenn Sie jetzt genau mitgezählt haben, dann haben Sie festgestellt, wir haben insgesamt 119 derartige Dodekaeder zusammengesetzt. Fehlt noch die Außenhaut drumherum, macht 120 und das sind die Zellen des 120-Zells. Die 120 Dodekaeder des 120-Zells stehen in 1 zu 1 Korrespondenz zu den Quaternionen, die Drehungen des Dodekaeders darstellen. Ich möchte jetzt zwar nichts über Quaternionen sagen, aber ich möchte zumindest mal kurz andeuten, dass dieser Aufbau, den wir hier von innen nach außen gemacht haben, derart ist, dass da ganz bestimmte Zahlen immer wieder auftauchen. Da taucht die 12 auf, die 20, die 12, die 30. Und wenn Sie wissen, wie viele Kanten und Ecken und Flächen und Dodekaeder hat, ja, 12 Flächen, 30 Kanten und 20 Ecken, dann stellen Sie fest, das sind genau die Zahlen, die hier auftauchen. Und tatsächlich ist es so, Sie können jedes dieser hinzugenommenen Dodekaeder in Verbindung bringen mit einer symmetrischen Drehung des Dodekaeders als symmetrisches Objekt genommen und dabei haben Sie tatsächlich genau die 60 Drehsymmetrien, die ein Dodekaeder hat, jede genau doppelt gezählt. So, das war die zweite Station. Jetzt werden wir beschleunigten Schrittes uns an die dritte Station machen, an die Hopffaserung. Und die Hopffaserung, das ist jetzt dieses wilde Spaghetti-Knäuel hier, das ist ein Gebilde, das lebt auf der Außenhaut der vierdimensionalen Kugel, auf der sogenannten Dreisphäre. Und was Sie hier sehen, sind tatsächlich ganz, 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 ganz viele Kreise. Und tatsächlich ist das nur ein Ausschnitt aus der Hopffaserung, denn die Hopffaserung überdeckt vollständig dicht den gesamten Raum, den wir hier haben. Aber die Kreise, die Sie hier sehen, die haben eine unglaublich schöne Eigenschaft, nämlich die haben die Eigenschaft, dass wenn immer Sie sich ein paar von Kreisen rauspicken, die beiden perfekt ineinander hängen. So. Auch hier brauchen wir jetzt erstmal wieder ein kleines bisschen Projektionstechniken, um uns vorzustellen, was dabei passiert. Und dazu machen wir uns erstmal klar, dass zum Beispiel die Oberfläche der dreidimensionalen Kugel, die Zweisphäre, wie sie von Mathematikern genannt wird, ja eigentlich ein zweidimensionaler Raum ist. Was passiert da? Also stellen Sie sich fest, vor, Sie sind ein Wesen, das hier auf der
Oberfläche dieser Kugel entlang wandert, dann sieht die ja letztlich ein Stück zweidimensional lokal aus. Das ist so, wie wenn Sie auf der Erde entlang spazieren. Und ganz analog dazu können Sie sagen, die Oberfläche der vierdimensionalen Kugel, die Trisphäre, das ist das Objekt, über das Benno Hartmann geschrieben hat, die ist eigentlich ein dreidimensionaler Raum und darum wird sie von Mathematikern eben auch die S3 genannt. Und diese Beziehung, die wollen wir jetzt noch ein ganzes Stück expliziter machen, indem wir eine ganz konkrete Projektion angeben. Und das üben wir jetzt erstmal wieder von 3D nach 2D. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kugel und wollen jetzt die Oberfläche auf die Ebene projizieren. Dann können Sie das folgendermaßen machen. Sie wählen sich einen Projektionspunkt auf der Kugel, zum Beispiel den Nordpol, und von dort aus projizieren Sie jeden einzelnen Punkt auf eine anliegende Ebene drauf und bekommen hier unten so einen Bildpunkt geliefert. Und tatsächlich ist es so, dass auf die Art und Weise jeder Punkt der Ebene wirklich auch getroffen wird. Umgekehrt ist es so, dass fast jeder Punkt auf der Kugeloberfläche Urbild von so einem Punkt in der Ebene ist. Allerdings nur fast jeder, weil es gibt eine Ausnahme, so ein kleines gallisches Dorf, das sich dieser Projektion widersetzt. Und zwar ist das der Projektionspunkt selbst. An den kommen Sie nur beliebig nah ran, wenn Sie hier weit rausgehen, aber Sie erreichen ihn nie. Und von daher wird dieser Punkt auch oftmals mit dem Punkt im Unendlichen in Verbindung gebracht. So, also von daher können Sie sagen, die Zweisphäre ist im Prinzip die Ebene und dazu noch ein Punkt im Unendlichen. Noch eine wichtige Eigenschaft dieser Projektion möchte ich Ihnen zeigen. Die ist nämlich kreistreu. Also wenn Sie einen Kreis auf Ihrer Kugel haben und den runter projizieren, dann wird daraus tatsächlich auch ein Kreis in der Ebene. Und dieselben Tricks funktionieren jetzt auch von 4D nach 3D. Hier gerade noch mal ganz kurz ein Bild, so eine richtige Projektion von einer 3D gedruckten Kugel mit einer Lampe. Und das sehen Sie, wie hier wirklich Kreise auf der Kugel übergehen in Kreise in der Ebene. Hier ist es so, die Kreise auf der Kugel sind unterschiedlich groß und so wie das gewählt ist, sind die gleich groß in der Projektion. Habe ich gleich große Kreise auf der Kugel, dann werden die hier unten zu unterschiedlich großen Kreisen in der Ebene, eben durch perspektivische Verzerrung. So, wie gesagt, das alles funktioniert auch im 3D. Das heißt, die Dreisphäre ist eigentlich der dreidimensionale Raum und noch ein Punkt im Unendlichen. Und jetzt diese Hopf-Faserung sind jetzt ganz, ganz, ganz viele Kreise auf der Dreisphäre. Hier gerade noch mal eine Anmerkung: Was soll die Hopf-Faserung am Ende sein? Die Hopf-Faserung soll die Dreisphäre komplett überdecken. Das heißt, zu jedem Punkt der Dreisphäre soll es einen Kreis geben, der dazugehört und zwei Kreise sollen jeweils ineinander hängen. Und jetzt habe ich gesagt, zu jedem Punkt der Dreisphäre, das heißt insbesondere auch zu unserem Punkt im Unendlichen. Das heißt, wir haben einen Kreis, der durch den Punkt im Unendlichen durchgeht. Das ist ein Kreis mit unendlich großem Radius, also eine Gerade. So, da aber Kreise vom 4D durch diese Projektion in Kreise im 3D abgebildet werden, können wir jetzt wirklich anfangen, unseren 3D-Raum für dieses Objekt mit Kreisen zuzupflastern. Und das machen wir jetzt mal wieder an einer Visualisierung. Und dazu müssen wir erstmal mit einem Torus anfangen. Ein Torus hat eine tolle Eigenschaft. Auf dem Torus gibt es einen Kreis, der sich sowohl um die innere Wulst hier, also um das innere Loch, als auch um die äußere Wulst herumwindet. Und von dem gibt es nicht nur einen, das können Sie nachrechnen, dass das ein Kreis ist, sondern von dem
gibt es jetzt ganz viele. Und wenn ich jetzt hier mal zwei davon hernehme, dann sehen Sie, die zwei hängen ineinander. Und wenn ich jetzt viele davon hernehme, dann sehen Sie, die hängen jeweils alle, jeder in jedem. Und ich schaffe es auf die Art und Weise, jetzt wirklich einen beliebigen Torus so mit Kreisen zu überdecken, dass jeder Punkt vom Torus zu genau einem Kreis gehört. So, jetzt habe ich den Torus mit Kreisen überdeckt. Jetzt in einem nächsten Schritt möchte ich den Raum mit Tori überdecken. Und dazu nehme ich gerade mal die Kreise hier weg und nehme hier mal ein paar Tori rein. Und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, habe ich die Tori hier in der Mitte durchgeschnitten. Und ich erkläre jetzt die Konstruktion nicht genau, aber ich hoffe, Sie glauben mir an dem Bild hier, dass es möglich ist, den 3D-Raum komplett dicht mit Tori zuzupflastern. Achtung, kleine Anmerkung, komplett dicht. Hier gibt es zwei Ausnahmen. Und zwar, es wird am Ende hier in der Mitte diese Gerade, die wird nicht getroffen. Und das ist auch gut so, weil diese Gerade, die wird am Ende unser unendlich großer Kreis sein. Und hier gibt es noch so einen Nervkreis, der nicht getroffen wird. Den müssen wir am Ende auch noch mal extra dazu bauen. So. Jetzt nehmen wir die Konstruktion, dass wir auf jedem dieser Tori viele Kreise haben und schauen uns mal an, wie das dann ausschaut. Und da stellen Sie fest, von diesen Kreisen auf den Tori, die hängen auch wieder jeder Kreis in jedem anderen drin. Also können wir doch mal getrost alle Kreise dieser Tori hier zusammennehmen. Und Sie sehen, das sieht jetzt schon ganz schön wild aus, aber Sie kriegen, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung davon, wie ich den 3D-Raum zupflastern kann mit ganz vielen Kreisen und einer Geraden. Diese Gerade ist hier dieser weiße Strich, den Sie hier sehen, also der hier, so dass wirklich der 3D-Raum komplett dicht zu ist und wir tatsächlich ja, jeden Kreis in jedem drin hängen haben. Und wenn man sich das mal von oben anschaut, dann sieht das Gebilde sogar relativ schön symmetrisch aus. So. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich erzähle Ihnen das, weil auch das wiederum in Beziehung zu unserem 120-Zell steht. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes. Ich nehme wieder mal das 120-Zell her und zeige Ihnen darauf jetzt eine besondere Struktur, nämlich die hier. Sie finden in dem 120-Zell einen Ring von Dodekaedern und die sind jeweils so, dass ich praktisch aus dem Deckel von einem rauslaufe und in den Fußboden vom anderen reinlaufe und die bilden so einen perfekten Ring und davon finden Sie eben nicht nur einen, sondern Sie finden viele davon. Ich nehme mal wieder die Kanten weg und die haben die Eigenschaft, dass wirklich jeder Ring in jedem anderen drin hängt. Und Sie können da im Prinzip in einer Art vergröberten Form alles wiedererkennen, was wir in der Hauptfaserung hatten. Hier in der Mitte finden Sie zum Beispiel so eine Stange von Tetraedern, von Dodekaedern. Das entspricht unserer weißen Gerade. Dann finden Sie hier drum diesen Nervring und Sie finden noch einige andere Sachen. Und tatsächlich ist es so, ich kann die 120 Dodekaeder des 120-Zells so zerteilen, dass ich sagen kann, die zerfallen in insgesamt 12 Ringe à 10 Dodekaeder. So, jetzt bin ich eigentlich am Ende meines Vortrags. Gestatten Sie mir aber noch gerade noch 1,5 Minuten, die habe ich gerade noch, um einen Mini-Epilog zu machen. Und zwar einen Epilog zum Thema Bambusbasteln. Und zwar, wir hatten 2008 einen Workshop, wo wir mit ganz vielen Schülern, da waren bis zu 250 Schüler dabei, riesige Bambus-Mathematikmodelle bei uns an der TU München gebaut haben. Und ein Modell, was wir da gebaut haben, war ein Turm aus ganz vielen Tetraedern. Also wenn Sie hier sich das anschauen, dann entdecken Sie hier in dieser Struktur ein Tetraeder drin und viele davon sind aufeinander gestapelt. Und das haben wir eigentlich damals nur gemacht, weil wir es in dem Moment spannend fanden. Was mir damals nicht klar war, dass dieser Turm von Tetraedern, den wir hier gebaut haben, eigentlich wieder ein Schatten aus der höheren Dimension ist, nämlich der taucht als ein Teil im
Kantengerüst des 600-Zells, des vierdimensionalen Icosaeders, auf. Und das will ich gerade jetzt zum Abschluss noch einmal kurz in der Animation zeigen. Also hier haben wir jetzt diesmal das Kantengerüst des 600-Zells. Und der besteht aus insgesamt 600 Tetraedern. Und ich zeige jetzt mal Teilstrukturen davon. Hier gibt es zum Beispiel wieder so einen Ring von Tetraedern. Und da gibt es eben nicht nur einen, sondern es gibt ganz viele davon. Und die sind dann so, dass sie dann wieder gegenseitig ineinander drin hängen. Und wenn ich jetzt da mal einen hernehme, der relativ steil ist, dann sieht der im Prinzip aus wie dieser Turm aus Tetraedern, von dem ich eben gesprochen habe. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Turm aus Tetraedern wirklich aufgefasst werden kann als ein Schatten aus dem Vierdimensionalen. Und wenn Sie sich das hier anschauen, diese Kanten hier, die spiralen sich hier so ein bisschen rum. Und dieses Rumspiralen hier, das ist wirklich ein Schatten von einer Hauptfaserung. Und damit bin ich eigentlich am Ende meines Vortrags. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein ganz kleines bisschen von der Schönheit und vom Beziehungsreichtum vierdimensionaler geometrischer Strukturen vermitteln. Und ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.